So, jetzt können wir endlich auch hier ins Hotel zurückgehen. Mr. Flynn, gibt's denn was? Ist zufälligerweise jemand vorbeigekommen und wollte mich umbringen? Guten Abend, Mr. Flynn. Guten Morgen, Sir. Was? Ach, oh ja, es ist spät. Entschuldigen Sie. Ich höre, es ist ein Brief für mich angekommen. Ja, Sir, einen Moment. Hier. Tatsächlich? Danke. Das muss ich irgendwie verpasst haben. Ja. Das ist ja. Was soll das denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese verdammte. Sir, Was? würden Sie bitte leiser sein? Ruhig bleiben, Es ist Mann. 1 Uhr morgens. Möchten Sie mal wissen, was laut ist? Das Ding hier ist Oh laut. nein! Nehmen Sie sofort die Waffe herunter, Mr. McNamara. Damit Sie wieder bei der Polizei anrufen können? Wenn es ein Problem gibt, können wir in Ruhe darüber sprechen. Oh. Aber nicht so. Verdammt. Sie haben recht. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht mehr. Gibt es etwas, das ich für Sie tun kann? Es ist nur wegen des Briefes, wissen Sie. Ich komme schon damit zurecht. Ich verstehe. Holen Sie ruhig die Polizei. Vielleicht ist es besser. Nein, keine Sorge. Sie denken trotzdem bitte noch an die Rechnung, Sir. Mann, Dave, du bist echt langsam. Du bist bescheuert, Mann. Weißt du, jetzt läuft alles wieder halbwegs in Ordnung und du tickst ja wegen so einem Rotz vollkommen aus. Ich meine, sie hat doch schon gesagt, dass sie sich scheiden lassen will von dir. Wenn sie dir einen Ring schickt, ja, meine Güte, das ist dann halt so, ne? Hat es nicht noch Zeit? Bis morgen früh vielleicht, Sir. Aber dann muss ich dem Geschäftsführer Meldung machen. Morgen früh? Das wird schwierig bis morgen früh. Okay, mir fällt schon was ein. Ja, super. Wegen der Rechnung. Hier, sehen Sie, wie ist es damit? Ein sehr schöner Ring. Nicht wahr? Das ist mein Ehering. Ihr Ehering? Den kann ich nicht annehmen, Sir. Er ist $5.000 wert. Das sollte zweimal für die Rechnung reichen. Es ist nicht üblich, dass wir Wertgegenstände in Zahlung nehmen. Schon gar nicht so persönliche. Ich brauche den Ring nicht mehr. Also, was ist jetzt? Sir, ich weiß nicht, ob. Ich habe nichts anderes. Nehmen Sie ihn und wir erledigen die Rechnung. In Ordnung, Sir. Ich lege ihn in den Tresor. Also, alles klar dann. Ich bin müde. Okay, Dave, du bist echt bescheuert. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Du hast doch einen Aufschub bis morgen früh gekriegt. Dann gehst du einfach, wenn du ihn schon loswerden willst, zu einem Juwelier und lässt ihn da schätzen und verkaufst ihn dann oder irgendwas bei dem. Und dann kannst du mit dem Geld hier das bezahlen und hast noch, was weiß ich, $2.000 auf der Kante oder so. Außerdem redest du morgen eh mit Kim, da kriegst du dann vielleicht sowieso was oder das Konto wird wieder freigegeben. Mann, der kriegt auch echt nichts auf die Reihe und ich mag Dave immer weniger, muss ich zugeben. So, jetzt leg dich einfach schlafen, bevor du noch mehr Scheiße baust hier. Und wehe, du träumst schlecht. Aber dann gibt's aufs Maul. Hoffentlich finde ich hier mal etwas Schlaf in den nächsten Tagen. Wenn nur diese verdammte Träumerei endlich aufhören würde. Ja, wenn du mal was Neues sagen würdest, wäre das auch schön. Leg dich hin. Los! Kapitel 5. Verloren. Donnerstag, 15. November 2007, Vormittag. Und mal wieder einen Anruf zu tätigen. Bei Terry, was sonst? Was gibt's denn, David? Terry, bitte, leg nicht auf. Ich leg nicht auf. Mir geht's dreckig, Terry. Man hat versucht, mich umzubringen. Was? Wirklich. Am Hafen, zwei Männer. Was ist jetzt das wieder für eine Geschichte? Willst du mich damit irgendwie moralisch unter Druck setzen? Terry, ich sage die Wahrheit. Ich fühle mich mies. David, hör zu. Das geht so nicht mehr. Wir brauchen beide ein bisschen Abstand. Komm schon. Ich weiß, dass du recht hast. Ich weiß es ja. Kim bekommt ihre Operation und ich mache eine Therapie. Und wir beide quatschen uns mal richtig aus. Und dann gehen wir zum Baseball. Weißt du, wie früher. Wir nehmen uns ein Sixpack mit und dann. Lass uns eine Weile damit warten. Ach, du komm schon, Terry. Wie lange kennen wir uns? Du bist mein bester Freund. Und weißt du was?
Kim kommt heute nach New York. Hat sie dir das schon erzählt? Ja. Ich habe mir überlegt, ich rede ganz offen mit ihr, von Angesicht zu Angesicht. Ich entschuldige mich. Ich sage ihr, dass ich sie liebe. Vielleicht kriege ich es ja doch wieder hin. Was meinst du? Terry? Bist du noch dran? Ja. Pass auf, du musst jetzt nichts sagen. Ich melde mich, wenn ich mit Kim gesprochen habe. Wünsch mir Glück. Bis dann. Ich glaube immer noch, dass Terry was mit Kim hat, ehrlich gesagt. Das wirkt irgendwie so, als ob er sich schuldig fühlt und als ob er bloß ausweichen will und immer mal Dave beschuldigt, ohne jetzt irgendwie die Geschichte schon gehört zu haben, damit er bloß jetzt nicht darauf angesprochen wird, was jetzt hier ist und so, ne? Ich meine, es ist ein toller Freund, der dann einfach mal hier direkt sagt, oh, du bist bescheuert, das ist doch totaler Quatsch, was du erzählst. Man könnte ja wenigstens mal zuhören. Hey, Mr. Flynn? Sir? Ich habe übrigens immer noch kein Geld, aber ist egal. Ich muss los. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Natürlich. So, ich weiß immer noch nicht, wo wir Geld herkriegen sollen, ehrlich gesagt. Auf in die Rivington Street. Ich glaube, die Karre entwickelt sich während des Spiels mit. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, jetzt liegt die Parkkralle am Boden und das Auto steht bloß noch auf Backen. Und ehrlich gesagt gefällt es mir überhaupt nicht, dass wir jetzt einen Revolver haben und damit dann Kim gegenübertreten werden, denn ich habe die sehr große Befürchtung, dass David ausrasten wird. So, kommen wir denn jetzt schon hier hin oder ist das später erst? Jetzt nicht, ich habe was anderes zu tun. Okay, dann später erst. Dann gehen wir erstmal zum Fernleger. Na Doc, wie geht's? Ah. Detective. Ich dachte schon, Sie tauchen gar nicht mehr auf. Wir machen uns richtig Sorgen um Sie. Ich bin schon seit 7 hier. Wir hatten heute Morgen ein paar Taucher im Hafenbecken. Und was soll ich Ihnen sagen? Wir haben Ihre Brieftasche gefunden. Juhu. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Ja, nicht die einzige. Ich habe noch ein paar andere Neuigkeiten. Hab schon zigmal versucht, Sie anzurufen, aber Sie gehen ja nicht ran. Ich habe den PDA erst eben wieder in Gang bekommen. Also, passen Sie auf, Doc. Ich habe mir nochmal die Sache mit dem Mental Health Hospital angesehen. Sie glauben mir also? Nun, es gibt da jedenfalls ein paar neue Erkenntnisse, die ich interessant finde. Und Sie bestimmt auch. Lassen Sie hören. Ich habe Jason heute Morgen nochmal die Archive durchpflügen lassen. Das Hospital sollte eigentlich schon in den 70ern abgerissen werden. Die Schließung wurde dann aber überraschend aufgehoben für ein Sonderprogramm. Das sind die Neuigkeiten? Etwas Ähnliches hat mir Dr. Young auch erzählt. Warten Sie es ab. Was meinen Sie, woher das Hospital jetzt seine Gelder bekommt? Von der Gesundheitsbehörde? Falsch. Der Sonderetat Spezialmedizin wird vom Verteidigungsministerium gestellt. Überraschung! Auch Ihr Freund Dr. Young wird aus diesem Etat bezahlt. Überraschung! Ach, Dr. Young ist also Angestellter des Pentagons. So ist es. Sie arbeiten da in einer militärischen Einrichtung, Doc. Das erklärt auch, warum Ihre Akte von der NSA angefordert wurde. Ich wusste es. Dr. Young hat mich von Anfang an belogen. Er darf Ihnen nichts sagen, Doc. Wir haben diese Informationen aus einer als vertraulich eingestuften Akte. Jason hat da ein paar von seinen kleinen Computertricks angewendet. Verstehe. Die Sache muss erstmal unter uns bleiben, klar? Also bin auch ich selbst vom Pentagon auf diese Fälle angesetzt worden, ja? So sieht es wohl aus. Die Army wird man nicht so schnell los, wie es aussieht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal auf deren Gehaltsliste stehen würde. Diese Kids müssen von erheblichem Sicherheitsinteresse sein. Aber warum? Das wüsste ich auch gern. Was meinen Sie, Detective? Warum bestellen die ausgerechnet mich, das zu untersuchen? Meine Army-Karriere war nicht unbedingt... Die vorbildlichste. Hab davon gehört. Das wissen Sie? Woher? Jason. Sorry, Doc, aber ich musste auch Sie überprüfen. Hatte ich Ihnen ja gesagt. Ist mein Job. Und wer hat nun gestern diesen Anschlag auf mich verübt? Irgendjemandem gefällt es nicht, was Sie treiben. Und wenn das Pentagon Sie bezahlt... Dann könnte es sein, dass Sie es mit den wirklich bösen Jungs zu tun haben. Klingt toll. Sie machen mir richtig Mut, Detective. Was soll ich jetzt also machen? Sie machen weiter, Doc. Fahren Sie nach Staten Island, machen Sie Ihre Untersuchungen. Benehmen Sie sich ganz normal. Aber gehen Sie Dr. Young aus dem Weg. Und kein Wort von dem, was wir hier besprochen haben. Verstanden? Ich fahre zurück ins Büro und sehe mir mal genauer an, was für Fälle dieses Hospital eigentlich in den letzten Jahren aufgenommen hat. Sie passen auf sich auf, ja? Ich bin auf alles vorbereitet. Gut. Wir treffen uns heute Abend wieder hier und besprechen die Lage. Können wir nicht telefonieren? Ich habe einen Termin mit meiner Frau heute Abend. Mir wäre es lieber persönlich. Machen Sie nur Ihren Termin. Ich bin ab 8 Uhr hier. Ich warte auf Sie. Okay, also dann bis dann. Tja, na so war es aber auch. Was ist denn das da hinten? Was? Wo? Wie? Hä?
Lass mich doch mal reden. Was denn jetzt schon wieder? Mensch, Dave, ja, warte mal, genau, okay. Große Überraschung, das Hospital ist bloß noch für militärische Zwecke zu haben und ist eine Militäreinrichtung. Das habe ich mir doch schon irgendwie gedacht, denn diese abgeranzte Bude, da kann man ja schlecht irgendjemanden drin therapieren. Das Ding wird garantiert bloß noch benutzt, um irgendwelche Probanden, an denen jetzt, was weiß ich, chemische Kriegsführung oder so ausgetestet wird oder die Folgen von irgendwelchen Hormoneinflüssen und so, dass die dann dort halt drin sind und dann unter Testbedingungen halt beobachtet werden. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Dave einfach hier diskreditiert werden soll und dass man dann halt sagen kann, ja, da ist überhaupt nichts, ganz offiziell, weil man um eine Untersuchung nicht herumkommt, wenn die da so nackt in der Stadt herumstehen. Ach, ein Schlauchboot, na sowas. Moment mal, das Schlauchboot könnte doch... Du meinst jetzt nicht, dass das das Schlauchboot ist, auf dem unser Jonathan damals geflüchtet ist, oder? Das muss ich mir näher ansehen. Ja, und wie? Das muss ich mir näher ansehen. Ich steige jetzt definitiv nicht ins Wasser, mein Freund. Ich komme ja auch gar nicht runter an die Ecke. Was erwartest du jetzt von mir? Ach, okay. Dann probieren wir es mal damit. Komm, mach mal schneller hier. Jetzt können wir das mal endlich benutzen hier. Finde ich toll, finde ich begeisterungswürdig. So, jetzt haben wir ein Seil und einen Rettungsring. Gehen wir nochmal hier rüber. Können wir die jetzt erstmal miteinander irgendwie verbinden? So, fertig. Aha. So, und jetzt werfen wir das mal hier rüber aufs Schlauchboot. Vielleicht kriegen wir das so rangezogen. Yay, du hast es drauf, Dave. Es wäre aber, denke ich, günstiger, wenn du das an dem Steg unten gemacht hättest. Ah, okay, na da. Das Schlauchboot. Nehmen. Ich mach's erstmal fest. Ich wollte gerade sagen, wie, willst du es in die Hosentasche stecken, oder wie? Ja. Eine Pistole. Nee, nicht verwenden. Das ist doch sehr, sehr interessant, dass tatsächlich angeblich wohl das Schlauchboot dann auf dem Jonathan geflohen ist. Das muss das Boot von dem Jungen aus Zelle 1 sein. Ja. Und er hat seine Pistole da drauf liegen lassen. Ja, aber untersuchen können wir die auch nicht, genauso wenig wie unsere eigene Pistole. Können wir vielleicht hier Moretti anrufen? Ich will noch nicht wieder zurück in... Ach nein, Quatsch, ich muss ja hier hin. Ich will noch nicht wieder zurück in die Klinik machen. Solange es nicht sein muss. Und ich kann tatsächlich anrufen, wie es scheint. Niemand da. Ach, so ein Mist. Tja, da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als rüber zu machen, ne? Aber wir haben ja jetzt hier... Achso, muss ich vielleicht... Moment. Hier wieder über das Fährgebäude? Ah ja. So, da sind wir wieder drüben bei der Klinik. Und ich habe die große Befürchtung, dass jetzt gleich irgendwas total schief laufen wird. Weil es sich ja doch alles zuspitzt und aufs Ende zugeht. Oh, Mr. Mr. McNamara. Ist ja eine... Überraschung. Überraschung? Überraschung? Inwiefern? Immerhin bin ich nicht den ersten Tag hier. Ja, natürlich. Ich dachte nur, dass... Dass ich verschlafe? Ja, ganz genau. Dass Sie verschlafen. So kann man sich täuschen. In der Tat. Hatten Sie einen angenehmen Abend? Was meinen Sie? Ob Sie sich erholt haben? Wie Sie sehen. So leicht wirft mich nichts um. Young, was dauert denn da so lange? David? Einen Moment. Oh, Sie haben wieder Besuch? Ist das der Pharmavertreter? Hat er was vergessen? Nein. Hören Sie, David, ich fürchte, ich habe noch eine etwas unerfreuliche Nachricht. Unerfreulich für Sie oder für mich? Für Sie, fürchte ich. Ein Fax kam heute Morgen an. Sie sind von Ihren Aufgaben hier entbunden. Mit sofortiger Wirkung. Natürlich. Wer sagt das? Die Gesundheitsbehörden. Ach, kann ich das Fax mal sehen? Es ist nicht hier. Na sowas. Na gut, ist ja kein Problem. Ich weise diese Entbindung zurück, bis ich etwas Schriftliches sehe. Sie weigern sich? So funktioniert das nicht, Herr Kollege. Sie haben keinen Anspruch auf diesen Job. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass Sie nicht unersetzlich sind. Das entscheiden nicht Sie. Und auch nicht Sie.
Ich werde jetzt die nötigen Schritte veranlassen. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Du blöder Mistkerl. Dich kriegen wir noch. Jetzt weiß ich, woran ich bin. Wenn er zurückkommt, dann sicher nicht allein. Und dann wird es ungemütlich. Besser, ich sehe jetzt mal nach den Patienten. Ja, und vorher will ich erst noch mal gucken, sind hier jetzt mal offen? Sieh mal an. Mein Auftauchen hat ihn so irritiert, dass er das Cockpit unverschlossen gelassen hat. Da können wir jetzt nämlich endlich mal den Medikamentenschrank hier plündern. Das will ich schon das ganze Spiel über machen.